Rose Princess. Rose Heart, Rose Heart, Rosenherz. Rosenherz. Und wer ist Rosenherz? Ja, der Firehorse. Ach so. Du verbeugst. Ja, bleib stehen, ich muss mit dem Typen Speicherkarte. Weißt du was? Rose, es gibt diese Sache, die Rose, ich gerne machen würde. Entschuldigung. Rosenseele, nee. Jetzt bin ich gerade bei der Tastatur auf Dings gekommen, auf meine fucking Stummstelltaste. Das gibt's doch gar nicht. Rose Kiss? Rose Kiss, das hat sich auch cool an. Okay. Rosenkuss. Ich habe mich für den Namen Rose Kiss entschieden, nach weiß Gott wie vielen Stunden. Ich habe schon wieder eine Einladung zum Club bekommen. Und jetzt drücke ich auf. Okay. Was trittst du jetzt auf, alter Deckreicher? Ich bin gerade dezent aufgekratzt. Ich weiß, wenn das alles in einer Folge drin ist, mein Kreischer oder dein Kreischer, dann nächste ist die Kreischfolge. Viel Glückwunsch mit deinem iPad! Wupp, wupp. Okay, wo ist Chiara? Mach 5 Fotos, die James in Postkarten verwandeln kann. Okay. Ich muss Fotos machen. Ach du liebes bisschen. Wie mache ich denn Fotos? Wie macht man Fotos? Ach so macht man Fotos. Ich habe geschafft, es geht wenig. Ich habe dieses Shirehorse. Ich mag auch ein Shirehorse haben. Also muss ich. Lol. Diese. Okay. Hä? Diese. Freedom Dreamer. Schon wieder Freedom Dreamers? Hast du auch eine Stalkerin gerade oder was? Aha. Benutze Kamera. Foto. Du wirst so gleich mal einen scheier Arsch im Gesicht haben, ne? Ja, man muss ja auch dran schnüffeln können, ne? Es gibt einen neuen StarCoins-Code. Echt? Nee. Nicht StarCoins-Code, Pulli-Code. So. Pulli-Code? Ja, egal. Wollen Sie nicht. Boah, ist das Viech riesig, Alter. Ja, es ist ein Shirehorse. Das größte ist 2,16 Meter nach. So große Pferde gab es in Star Stable noch nie. Naja, aber du tust so, als ob du noch nicht gewusst hast, dass ein Shirehorse so groß ist. Ich glaube, das größte Shirehorse, das gemessen wurde, war vom Stockmaß 2,16. Boah, wenn ich da steige, dann passt das nicht mal auf den Bildschirm. Was? Was? So Alter, leck mich am Arsch, das muss ja episch sein. Meine Kamera will gerade wieder nicht. Hat mein. Mein Ding spinnt gerade mein Volumen. Ich habe jetzt gerade das Volumen runtergedreht, auf einmal löst die Kamera in-game aus. Okay. Ich habe gerade so gedacht, jetzt, what the fuck? Ich guck jetzt mal, wegen der Ausrüstung und so. Okay. Also ja, das werde ich mal wieder schnell nach vorne spülen. Du spülst nach vorne. Mhm. Und ich reite währenddessen mit meinem Pferdchen und mit meinen Leutchen und mach Fotos. Na, 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 und das blinkt schon wieder unten, das deckbarte Ding da. Na, 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 na. Abend, schönen Abend. Ingenieursattel, Westernsattel, Geschwindigkeit auf 3. Bah. Was kann ich mit diesem Rucksack eigentlich anfangen? Genau. Irgendwas. Ich habe einen Rucksack bekommen, den kann ich wahrscheinlich irgendwann ins Pferd dranhängen, kann das sein? Was? Es ist ein kleiner Westen. Was war das? Ein alter kaputter Satteltasche. Ja, da kannst du dann die Dinger reinmachen. Die Dinger? Die, Da, guck mal, rechte Satteltasche, ja, geht doch. War nur noch ein Viech. Da kannst du dann die Tiere reinmachen. Aber die kosten wahrscheinlich alle die ganz normalen Coins, ne? Ja, Star Coins. Das war so klar. Es war so klar. Es war so klar, dass dieses Spiel mein ganzes Geld haben will. Geld haben will. Ah,
Okay. Wie viel Starcoins kriegst du eigentlich für wie viel? Also, ja, das kannst du eigentlich eh nachgucken. Geht es in-game? Nee, da musst du. Nein, du musst einfach nur auf die Homepage gehen. Also Homepage. 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 Machen wir doch gleich mal. Warte mal, ich habe mir doch so eine neue Decke gekauft. Wo ist denn die jetzt? Die passt doch ganz gut zu dem. Oder? Alter, der Typ will ja nur noch Aufgaben haben. Versuche die Fortbinderschränke. Oh ja, die probiere ich jetzt mal. Nee, das sieht ein bisschen. Das sieht dezent kacke aus. Probieren wir die Fort Pinterstrecke. Ich werde die eh verkacken. Aber naja. Die Fort Pinterstrecke. Ja, so schlecht ist bin ich gar nicht. So schlecht bin ich nicht. Also ich muss jetzt dann noch schauen, was da down mit dem Mikro finde ich ist, weil wenn das down bei den anderen Spielen auch so ist, dann wäre das die Tendenz scheiße. Okay. Fort Pinter Strand entdeckt. Okay, ich nehme jetzt. Nee, das hat Geschwindigkeit auf 2. Ich will aber. Warte mal, ich habe so ein weißes Western-Zaumzeug, oder? Ja. Das hat Geschwindigkeit auf 1. Das wird mir nicht weiterhelfen. Nee. Dann nehme ich. Das hat auch eine Geschwindigkeit auf 2, Mann. Ich glaube, Geschwindigkeit auf. Es kommt mir so vor, wie wir diesen ganzen Spielen das, wie Diablo und so. Scheiße, dieses Schwert hat nur Feuerresistenz 1 und diese Rüstung hat nur. Was war es denn? Aua! Ich bin gerade dagegen geritten. Da waren Hindernisse. Mein Pferd ist nicht so gelenkig irgendwie. Ist gerade gar nicht so cool. Gar nicht so cool. Die reiten alle mit Scheinhorsen und ich reite mit meinem simplen Viech da hin und her. Mit meinem Warmblut, glaube ich. Was war denn da nochmal? Und die können auch noch alle springen, ja, Siggi. Okay, nee, ich habe mich gerade für das normale Outfit entschieden, was ich eigentlich immer trage. Also hat sich das ganze Herumsuchen da jetzt mal null gebracht. Das ist das Anfängerhufeisen. Das schmeißen wir wieder weg. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns den neuen. Oh Mann, das Schleifchen ist zu klein auf diesem fetten Arsch. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die Gangarten an. Und zwar kann man sich die gut angucken hier. Da kann man sie sich gut angucken. Also, gucken, mach mal auf Interface. So. Geht doch. Strecke gemacht. Yay, in 2 Minuten. Das ist der Schritt. Ein ganz simples Ablaufsystem. Okay, nee, das war gerade dezent unlogisch. Also, ich finde den Schritt, da sind die Beine. Ach man, jetzt steht der beim Weg. Das sind die Beine bei den Schultern ein bisschen zu weit nach vorne. Das sieht ein bisschen aus, als würde es gleich bald durchbrechen und so. Und hinten sieht es so aus, als wäre es gerade am Lernen beim Gehen, also wie so ein Fohlen, so stark sich. So, kann dieser Typ irgendwann aufhören zu labern? So geht doch. Der Trab, ja. Dasselbe Prinzip vorne bei den Beinen gefällt mir nicht, hinten auch stark sich. Der Trab gefällt mir aber bei den Modern Horses auch nicht. Dann der Galopp, der Arbeitsgalopp. Mit dem Bus in Jovin City Shopping, was? Ganz okay. Du hast den Eiler zu einem Rennclub bekommen. Fick dich doch. Dann der nächste Galopp ist auch in Ordnung. Der Sprung, das ist zwar ein bisschen zu bald gewesen, aber egal. Und ja, der Galopp. Oh mein Gott, guck mal, wie die Mähne. Wo will ich denn gerade hin? Alles klar, Adriana. Guck mal, wie die Mähne da so sexy mitschwingt. Also Arbeitsgalopp gefällt mir. Speed Galopp. Okay, keine Ahnung, das ist Papa. Ich kaufe dir zuerst ein Busticket beim Notar. Ja, Siggi, Geld ausgeben. Das tut man nicht noch mehr gerne. Also das Steigen.
Das Einzige, was mich beim Steigen stört, ist, dass man ein bisschen was vom Kopf nicht sieht, wenn es ganz oben ist. Ja, dafür müsste man. Was mir tendenziell fehlt, ist, dass man mit dem Mausrad rein und rauszoomen kann. Das stört mich. Das ist für mich so typisch Mausrad rein, raus und ich kann zoomen, aber hier geht nicht das überhaupt nicht. Das geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Der Rückwärtsgang. Der Rückwärtsgang. Sieht auch ganz gut aus. Tust du gar nicht den Rückwärtsgang schalten. Und die Vollbremsung. Da schwingt die mir nämlich. Warte, das müssen wir jetzt nochmal machen. Also so und hopp, dann. Voll sexy, jetzt war der Zaun im Weg. Immer in Galopp. Hab. Und die Vollbremsung. Die Absteiger, leck mich doch am Arsch. So aus. Und da schwingt die Mine voll sexy mit, das machen wir jetzt nochmal. Aktiviere Busticket. Mit dem Bus in Jovo City Shopping Center, Aufforderung erfüllt. Okay, das war's heute von meinem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Schallhorses, was ich bezweifle, dass es jemandem nicht gefällt. Und sie sind ja fucking groß, wem sollen die nicht gefallen? Oh, ich hab gerade Alter, du hast mir gerade einen Tinnitus verpasst. Ich bin gerade voll Auto zusammengefahren. Okay, egal. du hast mit einem Pferd. Das mag ich ein bisschen mal an. Alle Zuschauer, hört euch diesen Satz an. Ich hab gerade ein Auto zusammengefahren. Mich hat gerade. Achso, dich? Ich hab gerade verstanden. Du hast gerade ein Auto zusammengefahren. Nicht im Kopf. Wie bist du mit einem Pferd bitte schon erstens gefahren und wie hast du ein Auto niedergemäht? Okay. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und. Ciao, ciao. Leute, guckt mal, also. Nö, kann man nicht sagen. Jetzt muss ich schneiden. Jetzt musst du schneiden, ich muss noch mit dem Bus schnell fahren und dann mache ich auch gleich für heute Folgenschluss und dann schauen wir weiter. Hier ist noch ein. Irgendwie Bus fahren und so, ne? Was ich noch cool finde, wenn man so Kutschen fahren könnte, wenn man genügend Pferde hätte. Das wäre cool. Ich habe heute. Kennst du Kickstarter? Da wo du Projekte unterstützen kannst und hin und her. Da habe ich heute wieder von denen so eine Nachricht bekommen, was man alles so unterstützen könnte für Projekte. Weil ich habe da jetzt Eco, ein Online-Multiplayer-Spiel, glaube ich, unterstützt. Das jetzt entwickelt wird. So, und ich habe jetzt gerade nicht gelesen, was da stand. Scheiße. Naja, auch egal. Und auf jeden Fall. Warte auf Ankunft des Busses. Die Busse kommen im Minutentakt. An der Haltestelle, du musst dich nicht lange warten. Drei, zeige dem Busfahrer dein gültiges Ticket, bevor du in den Bus fährst. Beachte, fährst. Das Ticket musst du kaufen. Das Ticket habe ich schon. Busticket. Also hast du kaufen müssen. Ja, das war Missionaufgabe. Ich warte gerade auf den fucking Bus. Ich weiß ja nicht, wo er mich hinpackt, das ist ja noch lustiger. Nicht spoilern! So. Alter, ich mag auch so ein Pferd haben. Wo war ich jetzt? Genau, und da habe ich heute gesehen, man kann, es gibt so ein paar Astronauten, also ein paar Raketenbautypis, die wollen eine Rakete jetzt bauen. Per Kickstarter. Und wenn du die backst, dann kannst du sozusagen deine Fotos, deine persönlichen und alle den schicken, die tun die auf den Mond dann versenden und da lassen. Lol. Voll die lustige Idee irgendwie, aber auch voll unsinnig, glaube ich. So, wo bleibt dieser Bus? Der kommt im Minutentakt angeblich. Wie man einfach im Hintergrund gerade hört. Servus, Leute. Bus, jetzt kommst du mal. Also schon mal, Bronze Ladies haben wir hier. Dann haben wir hier, oh, leck mich doch mal. Sunny Lions, dann haben wir hier Blue Asians, dann haben wir Pluto Fighters, Frosty City, Ninja Old Burg hat noch gar keinen Club. Keinen Club hier, ey. Das ist ja voll scheiße und so, ne? Und ich bin jetzt mal auf Machen. Flehend, winkern, verbeugen, applaudieren, umarmen, nicken.
Hör nicht zu. Mama, hör nicht zu. Ich hör nicht zu. Du willst davon nichts hören. What the fuck? Was? Bleibst du stehen? Halt! Stopp! Stehen geblieben! Halt! Stopp! Bus! Au! Bleib stehen! Will einsteigen! Ich hab ein Busticket hier! Du steigst in den Bus und nimmst Platz. Nach einer langen Fahrt durch Jawanski, wunderschöne Landschaft, kommt der Bus endlich in Jawanski City an. Die Stimme des Buschauffeurs verkündet nächster, was? Shop? Bob? Stop. Einladung von Alonso Hay Mountain. Nope. Danke. Da ist ein Typ mit dem grünen Ausrufezeichen und da sollte ich wahrscheinlich hin. Oh yeah. Solltest du tun. Aufgabe erfüllt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Voll geile City und so, ne? Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen nicht ansprechbar bin und dass, wenn du mit mir redest, dass ich nicht antworte, weil ich nämlich extrem konzentriert bin, wenn ich schneide und dass ich dann nie wirklich anspreche. Extrem konzentriert? Boah, ja, und ich griff fast auch gerülpst. Bewährte Kunde, herzlich willkommen in Jawanski City's fantastischen Shopping Center. Hier findest du alles, was dein Herz und das deines Pferdes begehrt. Besuche Jawanski's größte Modeboutique, Jawanski's große Pferdeausrüstungsshop, Jawanski's größtes. Ach, wir glauben, du verstehst. Was wir meinen, hier gibt es alles und noch viel mehr. Hier einzukaufen ist ganz leicht. Du gehst, bla, das interessiert doch mich jetzt nicht, bitte. Oh, geil, Rolltreppen. Boah, krass. Funktionierende Rolltreppe in-game. So seltenes. Also jetzt muss ich die Missionen finden. Jo, wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich jetzt falsch? Scheiße, ich bin falsch. Ich hätte unten bleiben sollen, glaube ich. Nee, hä? Hä? Ich check's nicht! Wo bin ich und was mache ich hier? Benutze Warnschild. Wo muss ich hin und was mache ich hier? Gott, was mache ich denn da? Benutze Warnschild. Ich glaube, ich bin einen Stock zu hoch. Warum funktioniert das nicht? Als Kind funktioniert es auch immer bei Rolltreppen, die Rolltreppe falsch rumzugehen. Ich wollte es gerade machen, es hat nicht funktioniert. So, jetzt muss ich hier irgendwie an den richtigen Punkt kommen. Ich weiß bloß nicht ganz genau, wo ich hin muss. Wo bin ich hier? Nein, ich bin in den Bus eingestiegen. Shit. Okay, Leute. Wo war denn diese Stadt? Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat diese Folge gefallen hier, diese zwei Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen oder sogar über ein Abo. Abonniert ihn und mich natürlich auch. Findet ihr unten verlinkt, die da gerade so geschrien hat, die Adriana Youngwood. Adriana Youngwood. Ich hab's fast richtig ausgesprochen. Gib mir noch 5 Monate und ich hab's. Ja. Dein Ernst, du brauchst ein halbes Jahr, damit du meinen Namen richtig aussprechen kannst. Ja. Und in diesem Gemenge von Pferden bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bling. Ende.